Dem Gangkrieg in Jacksonville fallen schon seit Jahrzehnten Menschen zum Opfer. Armut, Drogen, Verrat und Mord. Das gehört für viele Menschen zum Alltag. Und wie auch in anderen Städten wird dieser Alltag auch in der Musik wiedergespiegelt. Das kann positiv sein, in meisten Fällen ist es aber nicht so, vor allem in der Drillkultur. Und aus diesem Grund wird der Beef zwischen Gangs oft nicht nur auf den Straßen ausgetragen, sondern auch in der Musik, in Form von Diss-Tracks. Oft weiß man gar nicht mehr, wer bei solch einem Beef angefangen hat. Und durch das Dissen von Verstorbenen schaukeln sich beide Seiten unglaublich respektlos hoch. Und so ist das auch bei zwei der größten Rappern der Stadt, bei Fulio und bei Young'n Ace. Das sind so die zwei bekanntesten Rapper aus Jacksonville. Und in diesem Format erkläre ich euch die respektlosesten Diss-Tracks im Rap-Game. Am Anfang meiner YouTube-Karriere habe ich über einige Tracks sowas gemacht. Wenn ihr wollt, kann ich diese Serie auch wieder zurückbringen. Und der Sinn von diesem Format ist es einfach, den Menschen da draußen zu zeigen, dass wirklich Menschen hinter den Namen stecken, die hier gedisst werden. Denn ich habe das Gefühl, dass gerade hier in Deutschland sehr viele Leute solche Diss-Tracks belächeln und einfach irgendwelche Namen sagen, ohne zu wissen, wer hinter dieser Person steckt. Denn die Schicksale sind unglaublich traurig. Heute geht es nämlich um den Track List of Dead Ops von Fulio. Und der Name von diesem Song ist hier Programm. Übersetzt heißt es für die Leute, die kein Englisch können, Liste von toten Feinden. Released wurde der Track am 13.10.2021 auf dem YouTube-Kanal von Fulio. Am Anfang, bevor der Song beginnt, ist ein Skit zu sehen, bei welchem jemand Fulio in seiner Insta-Story disst und seine Location droppt. Im Skit macht Fulio dann keinen Spaß daraus und erschießt den Typen, der ihn davor gedisst hat. Dann geht der eigentliche Diss-Track los und die erste respektlose Line lässt nicht lange auf sich warten. Diese Line ist an J5 aka James Thomas gerichtet. Das war ein 14-jähriger Junge, welcher am 11. Juli 2014 erschossen wurde. An diesem Tag besuchte er einen Pool. Um was zu essen, ging er auf den Parkplatz und wurde dort von Leuten überrascht, welche ihn schlussendlich töteten. Und die drei Täter, die ihn umgebracht haben, wurden später gefasst. Und das Motiv war so unglaublich unnötig. J5 soll nämlich eine Beziehung mit einem Mädchen eingegangen haben, welches die Täter kannten und die haben diese Beziehung halt nicht gestattet. Und wieso J5 hier von Fulio gedisst wird, ist ganz einfach. Er soll ein Mitglied der Headfirst Gang sein. Ich werde euch im Laufe dieses Videos immer unten einblenden, von welcher Gang die jeweiligen Opfer sind, einfach nur zum Verständnis. Das wäre einfach viel zu komplex zu erklären, mit wem Fulio alles Beef hat. Fulio ist ein Teil vom Six Block und die haben mit so gut wie ganz Jacksonville Beef. Und aus diesem Grund werden wirklich Leute mit den verschiedensten Hintergründen in diesem Track gedisst. Mit dieser Line wird der 16-jährige Devon Crowden aka Big Baby gedisst. Dieser wurde am Morgen vom 10. Dezember 2014 beim Warten an einer Bushaltestelle erschossen. Wie alle anderen wollte er einfach nur zur Schule gehen. Leute aus dem Umkreis hörten unglaubliche 15 Schüsse an diesem Morgen. Big Baby war ein Freund von J5. Es gibt sogar ein Foto von den beiden zusammen. Und aus diesem Grund ist es möglich, dass wie bei jedem Mord in diesem Video das Ganze einen gangmotivierten Hintergrund hat. Am gleichen Tag, an welchem Big Baby getötet wurde, wurde aber auch Fulio angeschossen und das nach der Schule. Er wurde überrascht, als er aus seinem Schulbus ausgestiegen ist und wurde mehrere Male angeschossen. Das war also mein erster Schultag, weil ich von einer Schule wegen Prügelei rausgeschmissen worden war, richtig? Sie schickten mich auf eine alternative Schule, im Viertel der Ops, mit denen ich mich geprügelt hatte. An jenem Morgen starb einer der Jungs aus dem Viertel und sie dachten, ich hätte etwas damit zu tun. Und er starb, als er in den Schulbus stieg. Als ich also auf dem Weg zur Schule war und dort ankam, sagten alle, Bruder, sie sagen, du hast etwas damit zu tun. Dass dieser und jener gestorben ist, Bruder, wir wissen, dass du etwas damit zu tun hast, bla bla bla. Also sagte ich zur Hölle nein. Ich war auf dem Weg zur Schule, was ich auch war. Ich habe ihn den ganzen Tag auf Facebook verspottet. Die Person, die gestorben ist. Ich steige also aus dem Schulbus und gehe durch den Schnitt. Ich würde sagen, wahrscheinlich so 15 Minuten später taucht jemand aus dem Schnitt auf, will schießen und bum bum bum. Ich wurde an der Hüfte getroffen und meine Hüfte knackte und ich kroch nur noch, kroch, schaute zurück und sah, wie er immer noch schoss. Er überlebte das Ganze aber und das war der letzte Tag an der Highschool. Er brach die Schule ab, weil es für ihn einfach zu riskant war, nochmal zur Schule zu gehen. Ob der Mordversuch an Fulio eine Rachetat für Big Baby war, ist nicht bekannt, da die Täter in beiden Fällen nicht gefasst wurden.
Da die Schießereien aber nur wenige Blocks voneinander entfernt waren, ermittelten sogar die Polizisten damals, ob diese beiden Schießereien irgendwie zusammenhängen. Hier wurde der 17-jährige Jaquan Reeves, aka Quan, gedisst. Dieser besuchte im April 2015 eine Gedenkfeier von einem verstorbenen Freund, welcher nur einen Monat vor dieser Gedenkfeier ermordet wurde. Zeugen berichteten, dass auf einmal einer oder mehrere Leute auftauchten und das Feuer eröffneten. Quan wurde tödlich getroffen und eine weitere Person überlebte. Zu einer Festnahme ist es laut meiner Recherche, wie so oft, nicht gekommen. In dieser Line wird Top Montana gedisst. Über seinen Tod konnte ich in meiner Recherche nicht wirklich viel finden. Was wir aber wissen, ist, dass er im Jahr 2016 erschossen wurde. Außerdem wurde er nur 21 Jahre alt. Und er soll zu Boss City gehört haben, das ist auch eine rivalisierende Gang, mit welcher Fulgeo beeft. Coast Hoser, sein bürgerlicher Name, war Jacoby Donaldson und er wurde nur 21 Jahre alt, als er im Dezember 2013 getötet wurde. Das Traurigste ist, die Polizei führte zwischen 2005 und 2009 eine Datenbank mit gefährdeten Jugendlichen. Und 12 von diesen gefährdeten Jugendlichen starben später und das durch Waffengewalt. Und einer von diesen Jugendlichen war Coast Hoser. Er war auch ein mutmaßliches Gangmitglied. Und wer weiß, hätten die Behörden damals geholfen, wäre Coast Hoser eventuell immer noch am Leben. In der Line sagt Fulgeo ja auch, dass Coast Hoser ein Kämpfer war und das hat auch einen Hintergrund. Denn diese Aussage kann auf ein altes Facebook-Video zurückgeführt werden, welches ich bei meiner Recherche gefunden habe. Hier sieht man, wie Coast Hoser gegen jemand anderen kämpft und Fulgeo ist hinter der Kamera. Dieses Video muss entstanden sein, bevor der ganze Beef in Jacksonville tödlich wurde, bevor Schüsse gefallen sind. Und das muss schon ewig her sein, denn der Beef eskalierte schon sehr früh. In dieser Line wurde Rashad Hamilton gedisst, welcher am 8. Februar 2015 tot auf dem Parkplatz einer Mall gefunden wurde. Er wurde nur 22 Jahre alt und wenn man der Line von Fulgeo glaubt, war er auf dem Weg, Essen zu holen. Und die Mörder wurden wie so oft nicht gefasst. Am 25. September 2015 wurden die Leichen vom 26-jährigen Lanford Smith und dem 25-jährigen Charles Yunis in einem Haus in Jacksonville gefunden. In diesem Haus lebte Lanford Smith und die Ermittler konnten keine Waffe im Haus finden und diese Tat wurde ebenfalls nie geklärt. Im August 2019 wurde der 21-jährige Charnell Span von seinen Eltern für vermisst gemeldet. Eine Woche später wurde sein toter Körper mit Spuren von Folter geköpft in den Straßen von Memphis gefunden. Dieses Haus wurde dann ein zentraler Punkt von Ermittlungen. Was jetzt aber komisch ist, ein Tag nachdem die Ermittlungen begonnen haben, wurde dieses Haus in Brand gesetzt. So wurden einfach alle Beweise vernichtet. Und wie ihr euch denken könnt, wurde der Täter nie gefasst. Und so muss erneut eine Mutter mit der Ungewissheit leben, was mit ihrem Kind passiert ist. AMP und Big Bando waren nur 18 und 19 Jahre alt, als sie im November 2015 getötet wurden. Sie waren Opfer eines Drive-By-Shootings, bei welchem noch drei weitere Personen verletzt wurden. Beim Tatzeitpunkt hat es unglaublich stark geregnet und aus diesem Grund war es unglaublich schwer für die Ermittler, nach Beweisen zu suchen. Ja, und ein Körper wurde aus diesem Grund erst Tage später in einem Graben gefunden. Erneut wurden hier keine Täter festgenommen. Und danach hat Fulgeo ja noch eine weitere Person gedisst. Spaz. Spaz war ein 19-Jähriger, welcher den bürgerlichen Namen Jafar Jamal Adams trug. Im August 2018 kam es nach einem Highschool-Footballspiel zu einer Schießerei, bei welcher er sein Leben verlor. Ein 16-jähriges Mädchen und ein 17-jähriger Junge wurden hier ebenfalls verletzt. Echo Fool war ein 19-jähriger Junge aus Jacksonville, welcher auch rappte. Und in seinen Texten wurden tote Leute gedisst. Es wurde auch Fulgeo gedisst und das machte Echo Fool zu einer Zielscheibe. Einen Bericht rund um seinen Tod konnte ich bei meiner Recherche jedoch nicht finden. Das gestaltet sich manchmal ein bisschen schwierig. Wenn man aber den ganzen Dissen und den ganzen Aussagen von Leuten aus seinem Umfeld glaubt, starb er bei einem fehlgeschlagenen Raub. Das sind aber keine handfesten Beweise. Ich wollte das einfach der Vollständigkeit halber auch erwähnen. Was wir jedoch wissen, ist, dass er nur 16 Jahre alt wurde und im August 2019 verstarb. Heard they call Nate and they strapped him. Put that hot shit in their life. Little sure died.
Nathan Greer Jr. war ein 21-jähriger Junge, welcher im April 2019 bei einem Drive-By-Shooting ums Leben kam. Er soll ein enger Freund von den Rapper Spinner Banz und Whopper with the Chopper gewesen sein, welche aus dem gleichen Camp wie Young & Ace kommen. Ich habe ein Interview von seiner Mutter gefunden, welches sie Jahre nach seinem Tod aufgenommen hat, und ich finde es unglaublich herzzerreißend. Ich finde, das verdeutlicht nochmal, wie die ganzen Familienangehörigen, wie die ganzen Freunde und wie vor allem die Eltern bei diesem ganzen Gangkrieg leiden müssen. Avery McKnight, aka Lil Shark, war erst 19 Jahre alt, als er im Dezember 2015 erschossen wurde. Neben ihm wurden noch zwei weitere Männer verletzt. Er war auch ein enger Freund von Spinner Banz, welcher sogar einen Song über seinen Tod gemacht hat. Und Spinner Banz behauptet in diesem Song, dass die Polizei seinem Freund nicht geholfen hat. Er soll am Verbluten gewesen sein und die Polizisten haben einfach nur zugeschaut. Laut einigen Quellen wurde Lil Shark angeschossen, während er Fahrrad gefahren ist. Das würde auch den Diss von Fulio erklären. Im offiziellen Nachrichtenbericht wurde das aber nicht erwähnt. Mike Mikes bürgerlicher Name war Michael Johnson. Er wurde nur 16 Jahre alt und starb im Jahr 2016. Wie in diesem Diss zu hören ist, war Fulio früher cool mit Mike Mike und seiner Gang. Jedoch scheint das offensichtlich nicht mehr zu sein, da Fulio Mike trotzdem gedisst hat. Die Person, die hier gedisst wurde, ist Malcolm Tyrold Belt, welcher nur 18 Jahre alt wurde. Er starb bei einem Schusswechsel auf der 2nd Avenue in Jacksonville. Doch er war nicht der Einzige, der an diesem Tag gestorben ist, denn nur eine Meile weiter weg wurde der 17-jährige Christopher Mikel tot in seinem Auto aufgefunden. Und laut den Ermittlern starben beide infolge der gleichen Schießerei. Die Geschichte von Corbin ist wahrscheinlich eine der bekanntesten in diesem Video. Corbin Odell Johnson, welcher 18 Jahre alt war, wurde von seinem Vater bei einer Amazon-Filiale abgelassen, wo er sich einen Job suchen wollte. Nach diesem Bewerbungsgespräch ist er nochmal nach Hause gekommen und ist danach wieder rausgegangen und hat sich von seiner Mutter verabschiedet. Und das war das letzte Mal, dass die Eltern Corbin lebend gesehen haben. Denn er hat sich nicht mehr gemeldet und die Familie meldete ihn deswegen für vermisst. Daraufhin gab es ein Jahr lang Unklarheit. Und diese Unklarheit hat sich leider, wie schon gesagt, nach einem Jahr geklärt, denn seine Überreste wurden in einem Wald gefunden. Seine Mutter vermutet, dass diese Tat kein Feind begangen hat und seine Freunde irgendetwas mit dem Verschwinden von dem 18-Jährigen zu tun hatten. Sein Körper war versteckt, was untypisch für einen Mord zwischen Gangs ist. Der Täter wurde jedoch nie gefunden. Daher sind alle mutmaßlichen Motive, die im Internet zu finden sind, nur Theorien und keine handfesten Beweise. Fulio und andere Rapper dissen Corbin bis heute regelmäßig. Eldridge wurde im Juli 2019 erschossen, während er in seinem Auto saß. Drei Männer kamen auf sein Auto zu und schossen auf Eldridge. Die Täter wurden daraufhin von einem Auto abgeholt. Wer das war, ist bis heute unbekannt. Und Fulio hat darauf angespielt, dass Eldridge eine Snitch war und deswegen sterben musste. Ob das wirklich stimmt, ist aber unbekannt. Fulio disst hier Willie Addison aka Boss Goon, einen Rapper aus Jacksonville. Wie Fulio schon gesagt hat, ist das sein Cousin. Und jetzt passt auf, das ist der Bruder von Queso. Das heißt, Queso ist der Cousin von Fulio. Doch Familie bedeutet auf den Streets oft nichts. Aus diesem Grund macht Fulio nicht mal hiervor Halt. Boss Goon kämpfte in der Vergangenheit gegen Mordanschuldigungen. Dieser Mord konnte ihm jedoch nicht nachgewiesen werden. Trotzdem saß er wegen anderen Vergehen ganze 6 Jahre ein. Und als er rausgekommen ist, wollte er sein Leben umkrempeln und mit der Musik Karriere machen. Doch seine Lieder waren nicht wirklich friedlich, in seinen Liedern waren Waffen zu sehen, er disste Leute. Und ja, im Januar 2019 wurde er nach einer Clubshow im Auto erschossen. In diesem Auto saßen sein Vater, ein Bruder und ein Cousin von Boss Goon. Der Vater von ihm wurde in den Rücken getroffen, trotzdem schaffte er es irgendwie nochmal ins Krankenhaus zu fahren, doch jede Hilfe kam zu spät. Queso und sein Vater haben diese Tat später gerecht und sitzen deswegen im Gefängnis. Das Ganze hat auch unglaublich viel Welle geschlagen, denn der Vater von Queso und von Boss Goon hat gegen Queso ausgesagt. Darüber habe ich in der Vergangenheit schon mal ein Video gemacht, das könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn es euch interessiert. Hier spielt Fulio auf eins der bekanntesten und brutalsten Ereignisse in der Drill-Geschichte von Jacksonville an. Am 5. Juni 2018 war nämlich Young & Ace mit seinem Bruder und zwei Freunden in einem Auto unterwegs. 23 hatte Geburtstag und die vier gingen zusammen was essen.
Auf dem Rückweg wurde aber auf einmal das Feuer aus einem anderen Auto eröffnet. Jeder in diesem Auto starb, außer Young & Ace. Young & Ace trafen 8 Schüsse, er warf sich sogar vor seine Freunde und vor seinen Bruder, um diese zu retten, aber jede Hilfe kam zu spät, denn wie schon gesagt, alle 3 starben. Young & Ace musste das Ganze ansehen und das Traurige ist, Young & Ace ist danach noch in den Knast gekommen, weil er gegen seine Bewährungsvorlagen verstoßen hat. Ein unglaublich trauriges Schicksal. Fulio spielt unglaublich oft auf dieses Ereignis an und der Diss-Track When I See You handelt eigentlich nur um diesen Tag. Am 10. März 2019 verbrachte Young & Ace mit seiner Crew den Tag in einem Hotel in Waycross, Georgia. Und das einfach aus dem Grund, weil Ace hier eine Show spielen wollte. Während die Crew am Pool chillte, stürmten auf einmal vermummte Männer das Gelände und fingen an zu schießen. Young & Ace überlebte mit viel Glück. Er wurde nicht getroffen. Dafür starb aber Rallo. Er wurde nur 30 Jahre alt und schaffte es nicht zu reagieren. Und das, obwohl er laut Gerüchten eine Waffe neben sich hatte. Die Mutter von Rallo hat im Nachhinein gemeint, dass sich keiner von Rallo seinen Freunden, also Young & Ace und Co., bei ihr gemeldet haben, was für mich auch komplett unverständlich ist. Was jedoch untypisch ist, die Täter wurden gefasst. Und anscheinend sollen das Leute aus dem Camp von Fulio sein. Hier disst Fulio erneut 23. Buster wurde im Juni 2020 umgebracht. Er starb in seinem Auto und die Täter wurden nicht gefasst. Keandre Omari war ein 16-jähriger Junge, welcher von einem Polizisten nach einer Verfolgungsjagd erschossen wurde. Anscheinend zeigte Keandre mit einer Waffe auf den Polizisten, weshalb sich der Polizist bedroht gefühlt hat. Das Ganze ist im März 2015 passiert und der Polizist hat keine Strafe bekommen. Diese Line ist für mich persönlich nicht ganz verständlich. Leaky wurde im September 2020 erschossen. Sein Auto wurde voll mit Einschusslöchern von Polizisten aufgefunden. Leaky wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht, überlebte jedoch nicht. Und die andere Person, die in dieser Line erwähnt wird, ist Curtis und er ist ebenfalls verstorben. Viel über ihn konnte ich aber nicht herausfinden. Im Internet findet man erneut sehr viele Theorien, was für mich aber keine handfesten Beweise sind. Miki war einer von 2 Männern, welche im Februar 2021 in Orlando bei einem Drive-by-Shooting umgebracht wurden. Beide Opfer wurden tot im Auto aufgefunden. Am 6. Oktober 2014 wurden 3 Männer tot in Jacksonville aufgefunden. Prosper Johnson, 17 Jahre alt, und der 20-jährige Deontay Halsey aka Tay wurden mit Schusswunden auf der Straße aufgefunden. Das dritte Opfer war Bobby Norris, ein 26-jähriger. Er wurde in einem Haus aufgefunden. Außerdem wurden 2 verletzte Frauen aufgefunden, welche überlebten. Big Terry war jemand aus Jacksonville. Er ist jedoch später nach Indianapolis gezogen. Hier wurde er aber auch von unbekannten Leuten getötet. Nähere Details rund um seinen Tod gibt es aber nicht. Im September 2015 wurde Desi aka Kim Warner Jr. gegen 7.30 Uhr morgens tot von seinen Nachbarn auf der Straße aufgefunden. Anscheinend haben sie gegen 5 Uhr morgens 20 Schüsse gehört. Desi war der Sohn von einem ehemaligen Polizisten. Jedoch hatte er einige Probleme mit dem Gesetz. Schlussendlich wurde er nur 25 Jahre alt. Hier wurde Freddy Patterson, aka Crackerboy, gedisst. Er wurde im November 2019 erschossen, nachdem jemand an seiner Tür geklopft hat und direkt nachdem Freddy die Tür geöffnet hat, mit dem Schießen angefangen hat. Freddy war auch ein Rapper und in seinen Texten hat er Bibi gedisst. Es war ein 16-Jähriger, welcher ein Kindheitsfreund von Fulio war. Anfang 2017 wurde der 17-jährige Marquise Marquez im Alter von nur 17 Jahren angeschossen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, verstarb aber nur wenig später wegen seinen Verletzungen. Er war somit einer der ersten Morde im Jahr 2017 in Jacksonville. Fulio erwähnt dann noch Rod Kay, einen engen Freund von Fulio, welcher im November 2020 erschossen wurde. Wieso er ihn aber hier erwähnt, ist für mich nicht schlüssig. Ob er etwas mit dem Mord an Keys zu tun hat, ist mir jetzt nicht bekannt. Das ist jetzt nur eine Theorie und ja, eventuell könnt ihr mir ja helfen in den Kommentaren.
Und der letzte Diss in diesem unglaublich brutalen Diss-Track ging an Paul Gillens aka Boo-Man. Er wurde im Juni 2016 auf einem McDonald's-Parkplatz erschossen. Er wurde nur 27 Jahre alt. Boah, Leute, das war ein hartes Video. Ich sag euch ganz ehrlich, das ist kein leichtes Thema. Wir reden hier nur über Negatives. Ja, vergesst nicht, das Video zu kommentieren, zu bewerten und den Kanal zu abonnieren. Passt auf euch auf, Leute. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.